wir sind im Augenblick auch in einer Konsolidierungsphase für Europa, den Menschen wieder zu zeigen, was Europa eigentlich für sie kann. Also man muss erklären, warum wir die Rettungsschirme machen. Übrigens, wenn eine Bank zusammenbricht, gibt es auch ein paar Privatkunden und Oma Krause, die ihr Geld da hat, lieber Gregor. Die anderen, denen man da hin und wieder das Große rettet, den muss man dann zum Beispiel mit einer Vermögensabgabe sagen, wir retten deins, aber dafür hilfst du auch mal, Schulden abzuzahlen in einem Staat. Aber grundsätzlich ist doch jetzt die Frage, bei Kernfragen, wie entwickeln wir uns auf europäischer, also in dem Geleitzug europäischer Ebene, nationaler Ebene weiter? Wir diskutieren doch jetzt gerade nicht akut ein Verfassungskonvent, um die nächste Stufe Europas hinzukriegen. Auch darüber müsste man, ja, natürlich wird es kommen, aber wer jetzt Wahlkampf machen würde und sagen würde, das ist das Dringendste der nächsten Legislaturperiode, liegt, glaube ich, falsch. Wir müssen erstmal wirklich eine Bankenunion wirklich schaffen. Wir müssen das nachholen, was wir beim Schaffen der Eurozone nicht gemacht haben. Wir müssen unsere nationale Haushaltspolitik machen, also wirklich das, was sozial und ökologisch nicht zu begründen ist, abbauen bei Steuerprivilegien, Subventionen, eine Ausrichtung machen, was sind die Kernprobleme des Landes, und das ist Bildung, Bildung, Bildung. Das ist wirklich Fachkräfte schaffen. Sind aber die Länder zuständig. Nein. Schauen Sie nochmal an, was Sie Baden-Württemberg gerade anrichten beim Thema Bildung. Ja, Schauen die Sie geben mehr Geld aus fürs Thema Bildung, aber danke für den Hinweis. Die Lehrer werden entlassen, vor allem mit den Sommerferien. Das macht Ihr grüner Ministerpräsident. Entschuldigung, bitte gucken Sie sich mal ein paar Sachen genau an. Weniger Schüler sind, muss man auch neu austarieren. Aha. Abgesehen davon gibt es eine Qualitätsverbesserung dort. Und trotzdem, es ist nicht reine Ländersache. Warum? Die Länder sind zwar zuständig für Bildung, aber die Frage, wie das Geld zwischen Bund und Ländern verteilt ist und ob Länder und Kommunen eigentlich auskömmlich finanziell ausgestattet sind, dass heutzutage Länder gar nicht und Kommunen die Möglichkeit hatten, eine Ganztagsschule anzubieten, Kindergartenplätze und so weiter zu finanzieren, zeigt doch, dass das unsere Hausaufgabe ist und eine zentrale Frage. Die Länder wollten es so, und Herr Röttgen hat im Auftrag von Angela Merkel das genauso in aller Schärfe damals auch betrieben.